Yo, hallihallo und herzlich willkommen zur 24. Folge Let's Play Minecraft. Wir waren gerade dabei, Obsidian abzubauen. Ach ja, und ich hatte so auf die letzten Minuten noch einen Künstler und einen Titel gesagt, weil ich... Wow, jetzt bin ich schnell raus. Und zwar hatte ich mir das mal überlegt, so, ich weiß gar nicht, ob ich nicht einfach zum Schluss der Videos immer mal, weil ich selber... Ja, immer mal einfach einen Künstler so nenne, den ich in letzter Zeit mal jetzt gerade gefunden habe oder so. Und den ich selber sehr cool finde und ob ich das vielleicht regelmäßig dann immer nach den Videos mache. Natürlich kann ich jetzt nicht regelmäßig dafür garantieren, dass ich jetzt immer einen Künstler finde, den ich gerade sehr cool finde, sondern ich werde das einfach so machen, dass ich immer, wenn ich mal jemanden sozusagen gefunden habe, dann werde ich den euch, ja, nennen, präsentieren. Und ja, am Ende der letzten Folge war das halt so extrem knapp wie immer, weil ich natürlich die Zeit immer so schnell vergesse irgendwie und dann irgendwie alles überstürzt zum Schluss der Folgen. Ich glaube, ihr kennt das mittlerweile schon. Habt ihr das gerade gehört? War irgendwo ein Creeper. Da, das ist doch ein Monster hier. Ein Zombie! Wo? Oh, das ist noch der hier oben. Na egal. Obsidian, wir haben 10 Stück. Wir brauchen 10 für ein Portal. Ja. Ja, wir brauchen 10 für ein Portal und 4 brauchen wir für einen Zaubertisch. Das heißt, wir müssen noch 4 abbauen. Einen kriegen wir jetzt mal noch hierher. Zumindest hoffe ich, dass wir den jetzt mal ohne weiteres hierher kriegen. Machen wir den hier. Und machen mal das da. So. Dann fällt er wenigstens noch nicht weg. So, genau. Ich überlege, ob wir jetzt noch woanders hingehen müssen. Ah, ne, wir haben ja hier Lava. Ein Wassereimer haben wir auch noch. Ach, shit. Und wir haben mehr als genug Lava, wie wir hier wieder sehen. So. Ja, ist gut. So. Jetzt. Oh, die haben mich erschreckt, ey. So, jetzt komm her, du Arsch. Ich hab das nicht gesagt. So. Haben wir eigentlich noch eine Eisenspitzhacke? Wir müssen ja die Diamantspitzhacke jetzt nicht verbrauchen. Naja, gut, egal, so. Und Redstone, genau. Ich sollte langsam mal, da wir doch eine ganze Menge an Redstone haben, mir mal was einfallen lassen, was wir aus dem Redstone basteln könnten. Da gibt es ja schließlich doch einige Möglichkeiten hier in Minecraft, die ich auch sehr liebe. Oder was ich auch an sich sehr an Minecraft liebe, ist halt das Redstone-Basteln, Schaltsachen, Hebel, Türen oder sonst was. Da ist ja einiges möglich. Und ja, wir müssen mal schauen, wo und was. Oder ob wir vielleicht das Haus einfach mal komplett abruppen und nochmal ein neues hinsetzen. Da wir jetzt noch ein bisschen mehr Materialien hier zur Verfügung haben. Ja, ist gut. Ich krieg immer nicht das Schwert jetzt. So. Jetzt haben wir schon 16, ja. Wir sollten langsam mal einen Zaubertisch basteln. Wie gesagt. Also langsam habe ich auch Angst, dass wir die einfach mal hier alle verlieren, die 16 Punkte, und dann das alles für die Katz. Das war dann einfach alles für die Katz. Das wäre ja auch nicht selber vom Ei, ne? So, wir brauchen noch 3, beziehungsweise noch 2. Oh. Ich will mal schweigen, dass sie da nicht runterfallen. Ey. So. So. Ob sie. Achso, es war übrigens nicht abgesprochen mit Tom, dass wir beide eine Folge raushauen, wo es um Obsidian ging. Obsidian. Das war random, wie ich immer so gern zu sagen pflege. Es war einfach mal random. Was kommt? Haben wir jetzt die Zimmer 13? Okay, wie gesagt, wir brauchen noch einen mindestens. Ich glaube, das reicht dann auch. Was ist denn los? Achso, wir kommen ja nur zwei ran. Na toll, egal. Wir hoffen einfach mal, dass er jetzt auf uns zufliegt und nicht ins Loch rein. Das wäre schön. Schöne Schule, sagt unsere Lehrerin immer. Das wäre so, na gut. Das wär's. Würde ich sagen, wir gehen mal aus den Höhlen raus. Aber wisst ihr was? Für den Notfall nehme ich mal diesen einen Obsidian-Block mit, weil ich habe das ungute Gefühl, wir brauchen ihn noch. Ich habe da so ein Gefühl. So, los geht's.
Schwert in der Hand. Auf hier. So, jetzt ist... Ja, okay. Ich kann gerade sagen, jetzt nur noch die eine große Frage. Wie kommen wir zurück? Ich würde sagen, hier lang. Und dann hier lang. Und dann hier hoch. Ja, das sieht doch mal nach was aus. Aha. Ach ja, hier sind wir ein Stück hoch. Ach, ich glaube, hier können wir sogar schneller raus, wenn wir hier lang gehen. Oder war doch so, oder? Es ging doch hier irgendwie auch nach oben raus. Hier oben. Oder es ging hier wieder nach unten, oder? Na egal, wir probieren es einfach mal. Wir gehen jetzt mal einfach so. Einfach so ganz dreist jetzt hier nach oben. So, und ich höre die ganze Zeit irgendwelche Viecher im Nacken. Das hier fällt mir absolut nicht. Aber egal. Ich schaue nicht zurück. Ey, Eisen. Ich schaue nicht zurück. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir einen Weg verloren. Hier war doch irgendwo ein Weg. So, nachdem wir das Eisen noch mitgenommen haben. Eisen ist wichtig. So. Hier war doch irgendwo ein Weg. Oder bin ich einfach nur beschau? Nee, da war es. Da, ich sehe es doch, eine Fackel. So, dann da ne. Und da. Und das. Und das. Und das. Ja gut. Ich überlege gerade, ob uns das jetzt wirklich was gebracht hat. Oh, Mann! Jetzt. So, und ich überdrehe immer das. Ah ja, doch, wir müssen jetzt hier. Und Huhn, hallo. Ja, genau, hier sind wir wieder an der Stelle. Wer sich erinnert. Genau, und hier hat irgendeine Folge angefangen. Ich weiß nicht mehr welche. Ich glaube die 20. oder so. Ne, die 21. Ist egal. Und genau, hier haben wir dann blaues Licht gesehen. Ja, aus Rambo. Was ist das? Blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Ey, was für ein Spruch. Okay. Und wir könnten eigentlich mal Zuckerrohr mitnehmen, da wir ja sowieso einen Zaubertisch basteln, wäre Zuckerrohr ja nicht gerade unpraktisch. Ganz im Gegenteil. Nee, Gras will ich nicht. So. Gut, Getreide ist auch da, also hier an der Oberfläche. Was ich nur schade finde, dass die Schafe und so nicht von alleine sich. Na gut. Es wäre doch blöd, wenn die sich von alleine vermehren würden, weil dann gehst du halt mal eine ganze Weile in die Höhle. Auf einmal ist dein Gehege komplett überfüllt mit allen möglichen Tieren und das backt alles nur rum und. Nee, das wäre auch nicht so ganz schön, oder? Das wäre zu viel des Guten. Und warum hat das Schaf keine Wolle gehabt, was hinter uns jetzt irgendwo ist? So, eigentlich müsste es doch in der Zwischenzeit schon wieder neue Wolle gekriegt haben. Naja. So. Hieronymo! So. So. Und das Nether-Portal werde ich mal schauen. Irgendwo einen ganz spannenden, mystischen Ort packen und nicht in die Nähe des Hauses. Ich hatte es nämlich schon mal gemacht, dass ich das ziemlich nah am Haus, beziehungsweise direkt im Haus gemacht habe. Und es ging so auf die Nerven. Dieses, die ganze Zeit dieses Geräusch von dem Portal ist einfach nur ätzend. Genauso wenig wie ich jetzt, wie ich in letzter Zeit das Geräusch von Lava hasse, ey. Das ist so nervig, weil es. Fehlen hier Bäume? Habe ich die gefällt oder? Die habe ich doch gefällt, oder? Sieht so anders aus hier. Naja, egal. So. Ach ja, ich habe die gefällt wegen dem Haus hier. Aha, genau. Jetzt. Erstmal könnten wir Eisen herstellen. Wir haben eine ganze Menge Eisen. Ne, hier war die Super Power-Kiste. Wo nichts an Power drin ist, außer Mist. Haben wir kein Eisen mehr? Ist ja krass. Redstone? Na gut, ich dachte eigentlich, wir hätten viel mehr an Redstone. Naja, vielleicht verwechsel ich das auch gerade irgendwie nur mit den ganzen tausenden Maps, die ich spiele. Na gut, das sind eigentlich nur ganz wenige. So, dann können wir jetzt mal nebenbei. Nachgucken, wie viele Diamanten wir haben. Zwei.
Ja, das reicht gerade so für einen Zaubertisch. Na gut, egal. So war das ja auch geplant, oder? So hat man das doch ganz clever geplant. So war das. Ja, warum bin ich denn so blöd und nehme die nicht mit, ey? Ja, wir können auch noch gar keinen Zaubertisch machen, weil ich bin total verwirrt und wir haben noch gar keine Papyrus. So, die waren doch jetzt waagerecht, genau. Und die nächsten, das Buch war dann Papier übereinander. Und Holz haben wir, ja, wir haben ein bisschen Holz da nicht dabei. Aber wir brauchen ja kein Holz für ein Buch, genau. Wir brauchen Holz für Regale. So. Ey, cool, das sind ja doch ein paar Bücher dann doch zu mir kommen. Das gefällt mir. Das ist eine schöne Sache, nicht wahr? 55. So, jetzt können wir den Zaubertisch herstellen. Wunderbar. So, ich hatte noch richtig. Ja, ich hatte noch richtig im Kopf. Jiha! Zaubertisch! Jetzt noch die Frage, wo stellen wir ihn hin? Also im Single, in meiner eigenen Map hatte ich ja dann hier so einen Raum. Aber ich will ja nicht so machen wie im Singleplayer. Deswegen. Zaubertische kann man doch abbauen wieder. Das ist ja wie ein ganz normales anderes hier Raid. Ah, genau, ich habe erstmal eine Idee, wo ich das erstmal hinstelle. Hier in diese Höhle. Da hat es noch ein bisschen was Mystisches. Okay, das war ein Scheißspruch von. ich überlege, ob ich jetzt die Diamantspitzacke auch noch verzauber. Ah ja, ich brauche ja Bücherregale, um ein schönes Level zu meine 16 Level auch völlig zu verballern. Weil das eigentlich, weil ich das jetzt eigentlich schon vorhab, die jetzt mal komplett wegzuhauen. Und dann so lange sozusagen wieder zu sammeln, bis ich ein ordentliches Schwert habe. So, ich glaube, das Holz reicht nicht so ganz für alle Bücherregale, weil die ja doch eine ganze Menge fressen. Also, weg dem, ja. So, so, so. Und jetzt, so. Oh, nee, Quatsch, so, so. 5 Bücherregale, oh, wie süß. Dann haben wir kein Holz mehr dabei. Wie jetzt? Ah ja, oh, ja, schicke Sache. Dann nehmen wir erstmal, ja, das, was da ist, genau. Das können wir erstmal verbraten. Das kommt jetzt. Das, das, das. Das, 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 das. Ich zisch hier rum, ey, wie so ein Verrückter. Jetzt kommt das dahin. Ey, genau, 5 haben wir noch. Das. Toll, aber da reicht jetzt für das Holz nicht. Zumindest nicht ganz. Ja, es reicht nicht. Ist er mal egal. Ich glaube mit 17, ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber mit 17 kommen wir. Ja, na locker, müssen wir ja. Mit 17 müssen wir ja bis Level 16 kommen. Ja, ja. Sonst blöd. Nein, also ich denke schon, dass 17 Regale ausreichen, um bis Level 17 zu kommen. So. Dann war das mal bis hier hin, genau, so. 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 Und jetzt schauen wir mal. Hey, jetzt wollen wir nur noch eins mit Heu, nur 16. Was auch cool wäre, wenn man den Zaubertrüttel, weil wenn ich jetzt den Zauberspruch hier zum Beispiel anklicke und ich später nochmal was verzaubere, dass dann der Spruch in einer für uns verständlichen Sprache dasteht. Das wäre doch mal gut. Fortune 1. So. Tut mir aufrichtig leid. Hier versagen meine Englischkenntnisse. Und ich habe eigentlich gesagt, ich wollte es nie ändern. Und das werde ich jetzt auch nicht machen, weil dann müsste ich jetzt zum Menü zurück. Ach, sagen wir mal so, wir haben einfach jetzt mal unsere 16 XP verballert. Fortune, was heißt denn das? Na, ist egal. Das werde ich noch rauskriegen. Was gehen wir als nächstes an? Wollen wir nochmal Baumhäusern? Genau, ich hatte gefragt, was wir da oben hin basteln. Da kamen so Info-Ideen wie Chill-Ecke oder du machst einfach so, so eine Art Küche, so einen Werkraum oder sowas rein. Das hat man ja daneben eigentlich schon in der Wohnung da mit Bett und Tisch und da müsste aber noch eine Truhe hin. Und einer hat auch geschrieben, einen Lagerraum da hinzubauen. Also ich finde, einen Lagerraum, nee. Weil es wäre doch blöd, dann jedes Mal hochrennen zu müssen. Wenn nicht gut.